Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Mit Rathaus 12 bin ich heute unterwegs. Und, ich hab jetzt eben so ein paar Pokale gedroppt, aber so einer, der hier fast eine Mille außen hat, den kann ich nicht so nach Hause gehen lassen, muss ich mal so sagen. Ich habe im Moment nur die normalen Goblins am Start. Okay, das Dunkle können wir uns eh schenken. Brauche ich im Moment nicht, aber ihr habt ja im Thumbnail gesehen, ich stecke in so einer kleinen Zwickmühle mit diesem Account hier. Mit dem Rathaus 12, denn der ist eigentlich schon so weit, dass er auf 13 gehen kann, nur er hat halt noch nicht alle Mauern, ne? Er hat halt noch nicht alle Mauern und ich muss mal gucken, dass wir den hier ganz nett machen. Das Dunkle kann er behalten, wenn er möchte. Einmal. Also wir nehmen die dunklen Lager, wenn wir sie nicht brauchen, erstmal nicht mit. Und dann erstmal nur das hier. So, wo haben wir noch ein bisschen? Oh, der hat ja noch ein bisschen was. Okay. Oh, da können wir doch nur noch ein bisschen mehr mitnehmen. Der hat ja doch noch ein bisschen mehr als nur in den Minen und Sammlern, sehe ich gerade. Dann können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Mal schauen, von wo wir hier durchgehen könnten. Ich habe eine Karre. Oh ja, ab und zu muss man mal ein paar Pokale machen. Und ihr seht sie, ich sei noch direkt über mir. Ich habe auch hier mit dem Account die Karre equipped. So, exakt dafür hatte ich das eigentlich vorgesehen. Und, oh, ich habe 8 Maurer dabei. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber die könnten schon etwas bringen. Das sieht noch gut aus. So, hier rein. Oh, 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 oh. Ja, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, doch, ich habe da natürlich schon mit gerechnet. dass wir hier so ein paar Skelly-Spells haben. Und hier haben wir auch einen Sprung. Der kann hier Richtung Rathaus gehen, würde ich sagen. Dann können die das ruhig mitnehmen, die kleinen Grünen hier. Das machen sie. Oh, ich kriege die alle gar nicht so schnell raus hier. Manometer. Ich krieg die am Tablet gar nicht so schnell raus, wie die eigentlich raus sollen. Und oh, jetzt zerlegen wir das doch ganz gut, das Dorf, obwohl wir eine Kobolde dabei hatten. Aber der hat jetzt auch keine Clanburg, hat auch noch alles so auf dem Max. Mal sehen, meine Goblins. Ah, ich habe noch ein paar Miner da drin gehabt. Okay, ich hatte noch ein paar Miner da drin. Meine Helden können, glaube ich, ruhig sterben. Alter, wenn wir das Lager auch noch holen, dann haben wir den hier ganz blank gemacht. 46, 42, 41, 18, 12. Okay, den letzten Helden lassen wir mal so. Nett. I love it. Wirklich sehr nett. Okay, dann können wir hier nachbauen. Okay, jetzt ich habe ein bisschen was verbraucht, klar, aber die Spells sind ganz nett hier. Vor allen Dingen mit den Skelett-Spells, die nimmt man ja dann doch nicht so ultra häufig mit und ich kann dann auch ohne Helden los. Aber ihr habt es ja gesehen, ich bin so ein bisschen hier mit diesem Account in Zwiespalt, denn der ist ein bisschen stehen geblieben. Ja, muss ich sagen, ich muss noch 155 Mauern machen. Der Sorte auf Level, was gehen die eigentlich? Level 13, Level 14, Level 13, ne? Ja. Auf Level 13. Und würde aber gern mein RH abnehmen, denn einige sind mir hier ein bisschen weggelaufen. Einige sind mir hier ein bisschen weggelaufen, auch wenn sie ein bisschen gerusht haben hier. Der Baba King hat es einfach nicht mehr ertragen, dass er wahrscheinlich immer zur Liga in den Clan Herausforderer spielen muss und muss da nur verlieren und so. Deswegen hat er sich gedacht, ich ziehe mal mein Rathaus auf Rathaus 13, auch wenn hier meine Tesla noch längst nicht Rathaus 12 Niveau sind und mein letzter sowieso nicht, den hat er noch auf Rathaus 10 Niveau. Und auch sonst er hier nicht so ganz so halbwegs fertig ist. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm. Also auch er hat hier einfach ein paar Mauern offen gelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch machen soll. Es gibt dann noch jemanden, ich glaube es ist der Sascha. Der ist auch ein bisschen, obwohl der ist, die sind alle nicht weggerannt, Leute. Die sind alle jetzt ein bisschen eher fertig gewesen mit den Bases. Aber hier, er klopft das ganz offiziell hoch. Also ganz normal hoch. Nur. Es gibt ja demnächst 2 Uni-Bücher und ich bin mir ultra unsicher, wie ich das mache. Ich würde gerne ein Uni-Buch hier fürs Rathaus nehmen. Dann ist das sofort fertig und ich muss nicht 14 Tage warten. Womöglich noch ein bisschen länger, weil zum Start des neuen Monats gibt es ja auch den neuen Goldpass. Und immer wenn es den neuen Goldpass gibt, ist erstmal alles teurer und dauert länger. Deswegen würde ich das Rathaus gerne noch zu alten Passzeiten und Kosten anstarten. Habe ich mir so gedacht, ob das dann auch so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja, es gibt ja in den Clanspielen, in den Rewards hier hinten ein Unibuch. Die Clanspiele enden jetzt morgen um einen Tag 14 Stunden. Also wir haben jetzt Mittwoch Frühabend.
Also mit Donnerstag frühabend, freitags enden die dann morgens. Und der Pass endet allerdings erst in 5 Tagen 14. Man hat ja noch, weil hier habe ich das Unibuch noch nicht genommen, beziehungsweise hier oben ist es ja das Book of Everything, da habe ich das noch nicht genommen, denn ich würde natürlich ganz gerne auch das Dunkle hier vielleicht nehmen wollen, schon mal, für einen Helden. Und auch die Runen vielleicht schon mal. Also ich bin im Moment ein bisschen in der Zwickmühle, vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ich das jetzt am besten machen könnte. 155 Mauern, ich meine, ihr seht, wie ich sie jetzt farmen möchte. Gar keine Frage, ich nehme aber immer einen Bogenschützen mit hier für das kleine Event. Dafür habe ich die jetzt hier bis zur CWL noch ausgebildet. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich... Ach, ich weiß es noch nicht, wie ich es machen soll. Ob ich einfach warte und sage, naja, man muss halt ein Unibuch verkaufen, aber ein Unibuch bringt nur 50 Gems. Dafür jetzt so ein ultra, na, wie soll man sagen, seltenes Buch. Also das Universalbuch war wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr hier im Spiel. Jetzt gleich zweimal innerhalb von so kurzer Zeit. Ja, ich weiß nicht, lass mir eben noch was in die Klarenburg geben. Dann machen wir gleich noch einen Angriff, um hier die ein oder andere Mauer noch zu machen. Das Gold mache ich voll. Dann mal sehen, wann ich noch was hinkriege. Naja, Leute, ich habe schon mal ein bisschen ohne euch gesucht. So einen abgefahrenen hier. Also die Pokale, die ich immer so ein bisschen jetzt mache, wenn ich denn welche mache, also Rathäuser an der Seite oder sowas, mache ich ganz gerne dann halt fürs Event oder so, dann nehmen wir das ganz gerne mit, aber so brauche ich das hier nicht. Und die 500.000 hier, ich denke mal, die stecken so ziemlich außen, oder? Die stecken so ziemlich außen und ja, ich bin hier nicht im Clankrieg mit diesem Account. Ich weiß, warum ich mit dem hier jetzt nicht unbedingt im Clankrieg bin. Okay, oh, das haben wir auch noch nicht da. Auch nicht schlecht. Ah, die Kobis sind mal, ja. Das sind allererste Wahl, wenn man so ein bisschen Schmalspur was machen muss, um hier etwas schnell reinzufahren. Aber ich glaube, die vielen Mauern schaffe ich in den Tagen auch nicht, weil ich ja auch jetzt nicht so super mit diesem Account hier unterwegs bin. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen soll. Aber wie gesagt, wenn ihr da Tipps und Tricks für mich habt oder einfach sagt, komm, geh mal hoch und gut ist, dann können wir das sicherlich machen. Jetzt habe ich gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel, ein wenig zu viel an Riesen dort. Das ist dann leider meistens so, weil die eher rauskommen, 1847, ja, das geht aber noch. Das geht aber noch und dann trainieren wir die halt eben ein bisschen quick nach, 888 und ganz viel von denen. Eine von denen nicht vergessen, falls wir denn doch auf irgendeine Base treffen. Aber ich verlasse diesen Clan jetzt erstmal. Okay, da kommt Gift rein, oder ja. Ich verlasse diesen Clan jetzt erstmal, denn wir haben hier irgendwo nicht so wirklich die Konstellation gefunden, dass wir hier mal einen 20er nehmen. Deswegen habe ich gesagt, pass mal auf, dann lassen wir meinen raus. Ich spiele nämlich in meinem Clan Deutschland Ed. Einfach mal einen Clan. Einfach mal ein Clan-Spiel mit. Nee, ich spiele hier einfach mal einen Krieg mit mir selber. Also einen schönen 5-5 hier. Der Avatar Alex, barfuß, zwei Socken und Bänder sind hier am Start. Wir haben es auch gar nicht mal so einfach, denn wir müssen ein wenig gegen die Truppe Kartet antreten. Hier ein 12er, zwei 11er, zwei 10er. Ist eigentlich machbar, müssen wir mal gucken. So dolle sind die Bases jetzt nicht, das habe ich schon mal gesehen, aber jeder muss hier mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6 Sterne. Oh. Mal sehen, ob das ein PW wird. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Aber wir können natürlich auch hier suchen. Also das nur mal so ein bisschen am Rande, denn demnächst geht die Liga ja wieder los. Und ich bin dann mit dem Avatar natürlich mit meinem Rathaus 12-4 verhaftet. Und es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt bei den Herausforderern spielst oder hier spielst. Denn es gibt schon etwas mehr Medaillen zu gewinnen. Und dementsprechend kann ich es vielleicht auch verstehen, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ich gehe jetzt hoch auf 13, denn beim Clan Herausforderer spielen wir oder wollen wir nur Only Rathaus 13 spielen. Haben wir ja jetzt nicht immer hinbekommen, aber wir haben uns ja gar nicht mal so schlecht geschlagen. Und alles, was dann 12 ist, 11 ist, 10 ist, geht dann in den Clan Deutschland Ed und spielt da so ein bisschen. Ah, okay, den können wir mitnehmen. Spielt da so ein bisschen. Oh, ich habe nur einen Mauerbringer. Reicht der? Ah, der geht eh nach da. Okay. Der reicht nicht, alles klar. Müsst ihr da mal ein bisschen schneller sein, um gerade mal so ein bisschen so die Lager da rauszuholen, Mädels. Was kriegen die denn? Die sind immer so schnell. So, ein bisschen Gold. Ja, das Gold fülle ich erstmal auf bis auf 14. Bis auf 14.000. Und dann mal sehen,
wie ich das so weitermache. Hier können wir eigentlich die mal nehmen. Warte, gucken, die schießt da so durch. Okay. Schießt da schon mal so durch, das ist auch nicht schlecht. Also ist sie doch nicht gar nicht mal so schlecht, nicht zu gebrauchen, würde ich sagen. Und dann kann die auch mal ein bisschen von da durchschießen. Kriegen wir das nämlich auf Distanz hier. Und da haben wir noch ein Elex-Lager, das nehmen wir auch mit. Jetzt, ich weiß, das Dunkle soll er eigentlich behalten. Aber das kann er ruhig mitnehmen. Und dann haben wir den auch auf 0 hier, wunderbar. Und 22%, da kriegt er jetzt zwar kein Schild, hat er Pech. Kriegt er kein Schild, ich weiß. Aber wir kriegen in jedem Fall so ein bisschen was rein hier, 9 Mille. Bonus haben wir jetzt noch nicht so viel. Ja, es dauert dann halt. Ich versuche hier 14 Millionen reinzufarmen. Da mache ich eine Mauer. Denn irgendwann fällt mir sicherlich ein, so Toto, jetzt klopfst du das Ding hier hoch mit 9,6 und lässt es entweder laufen oder nicht. Aber ich weiß wirklich noch nicht, wo die Reise hingeht. Ein bisschen muss ich hier gleich noch die Clanbogen befüllen. Und auch der Alex muss mir dabei helfen. Der muss gleich hier auch noch reinjoinen, dass ich wenigstens ein bisschen was in die Clanburg reinbekomme. Und dann spiele ich ihn ganz gemütlich. 5 gegen 5. Kann man ja mal so machen. Ich habe jetzt auch einen Boost angestoßen. Und hier gibt es jetzt nicht unbedingt was. Ich glaube, Mauerringe. Ich habe schon relativ viel hier rausgeholt. Allerdings die wichtigen Sachen habe ich auch noch nicht ausgegeben. Also Rune des Goldes, Rune des Elexes. Wenn ich denn jetzt auf 13 gehe, dann verbrauche ich die natürlich und hole mir sie dann erst nach. Anstelle, wenn ich sie mir jetzt nachhole, nur die 50 Gems mitnehmen. Ich würde die schon gerne einsetzen für mich. Und da seid ihr sicherlich auch meiner Meinung, dass man hier so viel rausholt, wie es nur geht. Aber ihr seht, Gold und Elex habe ich hier schon komplett rausgeholt. Auch die beiden Bücher hier, das sind ja Bücher, die habe ich jetzt, glaube ich. Ja, die habe ich. Ja. Und die könnte ich natürlich dann bei 13 schon mal einsetzen. Ich möchte sie eigentlich nicht verkommen lassen. Das ist so ein bisschen so meine Sorge, dass ich wieder nur Gems hier mitnehme. Auch Buch der Helden ist zwar sicherlich auch nett, aber man könnte jetzt auch schon auf Rathaus Level 13 gehen. Sagen. Würde ich mal so sagen. Okay, oh, der trainiert da schon mal nach. Dann haben wir hier jetzt wieder voll. Perfekt. Aber das geht hier relativ zügig. Also wenn ich da mal so eine Stunde booste, dann muss ich das auch ein bisschen lohnen. Und da ich ja jetzt keine Pokale mache, sondern eher abbaue, können wir das an der Stelle mal ruhig hier so vor sich gehen lassen in der Suche. Manchmal dauert es nicht, aber ist unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin seit heute so ein bisschen hin und her gerissen. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe dann gesehen, Mensch, in ein paar Tagen läuft das aus. Wie können wir da jetzt vorgehen? Aber hier können wir ein bisschen vorgehen. Aber ihr seht auch, hier unten dauert die Suche manchmal ganz schön lange. Ganz schön lange. Nicht nur oben in Titan. 400. Ja, man muss immer so ein bisschen abwägen. Was kann man machen? Eben habe ich einen weggeklickt, Leute. Der hatte alle Lager außen. Ich habe ihn trotzdem nicht mitgenommen. Hat mich ein bisschen geärgert. Aber der hier ärgert mich nicht. Ist zwar jetzt nicht so ultra viel, aber ich meine, es ist immer ein bisschen was und so klein. Auf so kleinen Spuren, wie wir hier jetzt gerade uns bewegen. Da haben wir hier kaum Kosten, aber holen hier immer ganz nett was raus. Einmal, zweimal. So, hier noch ein Riesengesetz. Ja, ein paar Ausgaben habe ich natürlich immer Elex-mäßig. Ich könnte auch Only mit denen gehen hier. Die machen das auch weg, ohne dass ich dann Riesen vorsetze. Klar, 183.000. Wo hat er denn noch was? Ah, da unten ist noch ein Goldlager, sehe ich gerade. Und, ja, dann machen wir das mal so. Dann machen wir den mal wieder so, aber jetzt habe ich natürlich keine Bogenschützen dabei, um das Event hier zu schaffen. Das ist ärgerlich, aber ab und zu nehmen wir doch mal die Helden so ein bisschen mit rein. Damit wir die jetzt hier spammen, muss ich die jetzt schon mit 3 Fingern setzen. Kriege ich die hier nicht rein in die Base, Leute. So, Warden mal dahinter. Oh, jetzt habe ich meine Queen schon gezündet. Shit. War ein bisschen dunkles Ausgeben hier an der Stelle. Bisschen mehr dunkles Ausgeben an der Stelle. So, einmal die ganzen Skelette hier. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder gewonnen. Das wollten wir eigentlich nicht, weil wir jetzt keine Bogenschützen dabei hatten. Toll. Aber wir haben hier so ziemlich ausgeräubert hier. Können wir uns auch 2 Sterne, würde ich sagen. Aber ihr seht, mit so einer Truppe gegen so eine Base hier, da passiert auch nicht gerade so super viel, ne?
Da passiert auch nicht gerade. Da überleben hier sogar meine Skelette. Da sind sie. Da überleben nach wie vor meine Skelette. Komm, das geben wir mal auf, weil kein Loot mehr da ist. Aber wahrscheinlich viel Sprungzauber. Jupp. War ein wenig viel. Aber keinen Gift da rein. Gift da rein. Hier mal einen raus. Ne, wir nehmen ruhig zwei raus, denn ich will ja im jeden Fall die hier haben. Ein Gift. So. Und auch die Truppen hier. Dort noch Space. Ach so. Ach so, weil ich die Zauber mit drin hatte. Okay. Aber ich glaube, die habe ich im Quick Train. Ja, und die habe ich im Quick Train. Okay, dann nehmen wir noch mal Schiene hinterher. Die kostet auch immer Gold. Aber jetzt haben wir schon wieder 10. Naja, so geht das hier. Also wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, ich müsste, geh mal ruhig schon hoch, Toto, und lass es laufen und nimm dann das Unibuch zur richtigen Stelle. Denn hier habe ich immer noch nicht mal genug jetzt für eine Mauer. Ich meine, für eine hätte ich es jetzt. Aber für Elex geht noch nicht. 4 Mille Elex geht noch nicht. Und oh, ich habe allerdings, das sehe ich jetzt gerade. Ah, ich habe so ein paar Mauerringe. Nehm ich die? Ach komm, die nehmen wir ruhig. Wir nehmen ruhig mal ein paar Mauerringe. Dann wären es wenigstens weniger. Viele nehmen die nur im Nachtdorf. Ich nehme die aber im Tagdorf. 15, 15. Okay, da haben wir keine mehr. Aber ich glaube, wir kriegen. Da kann ich jetzt nicht nachgucken. Aber ich glaube, bei den Clanspielen gibt's auch noch welche. Okay. Also, wie gesagt, welche Rune nehmen wir? Nehmen wir lieber die oder nehmen wir lieber die? Das ist eure Entscheidung. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für die Informationen, die ihr mir dann vielleicht in die Kommentare reinlasst. Also, ihr braucht das nicht machen. Ihr könnt das machen. Und dann können wir das mal ausdiskutieren. Ein paar Tage haben wir ja noch. 5 Tage, 14 Stunden. Und wenn die Clanspiele abgeholt werden, da habe ich ja auch noch mal ein paar Tage Zeit. Also so knapp eine Woche. Und dann sehen wir sicherlich weiter. Ihr seht mich auf jeden Fall in weiteren Leistungen, in weiteren Videos. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Glocke stellen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, euer Toto.